Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Hitman, Codename 47. Ja, wir sind hier in Rotterdam und verzweifeln allmählich. Was soll ich sagen? Die machen es uns nicht einfach. Soll ich noch was sagen oder reicht das? ja, die Waffen von dem haben natürlich immer sehr krassen Schaden auf uns. Wir sollten immer versuchen, irgendwie im Hintergrund zu bleiben und die mit der Sniper auszuschalten. Das gelingt uns mal gut, mal weniger gut. Und das Ding ist, durch die Tore müssen wir eh durch. Deswegen müssen wir die auch eliminieren. Es gibt nämlich keinen alternativen Weg. Na. Ja, okay, renn erstmal, bis du stehen bleibst. Wir verfolgen dich. Okay. Ja, wir müssen halt auch darauf achten, wie das hier mit unserer Munition aussieht. Das kommt auch noch dazu. Wir haben jetzt in der letzten Folge auch nochmal versucht, einen alternativen Weg zu gehen, um vielleicht an die Autobombe zu kommen. Das hat auch nicht so gut funktioniert. Ja, wir haben es nicht mal bis zum Schiff geschafft. Ich glaube, wir gehen doch wieder den anderen Weg direkt auf das Schiff zu und versuchen dann Boris von da aus auf dem Weg zum Auto irgendwie auszuschalten. Das Ding ist, wir müssen auch noch das Schiff sichern. Da kommen dann auch noch einige Truppen wieder auf uns zu. Und dann haben wir auch zusätzlich noch das Problem, dass gerade Wachen, die so ein bisschen oberhalb stehen, dass die gerne mal verschwinden oder einfach nicht sichtbar sind. Konnte ich mich gar nicht daran erinnern, dass es solche Probleme hier damals gab in dem Spiel. Ja, aber wir versuchen natürlich unser Bestes hier irgendwie zu geben. So, wir warten erstmal, bis Gegner kommen. Okay, nee, du sollst nicht wegrennen. Da rennen sie beide. Aber beide kriegen wir ausgeschaltet. Okay. Das ist kein schlechter Start. Wir haben noch ausreichend Munition. Ich glaube, von da haben wir keinen zu erwarten. Zumindest gerade nicht. Zusätzliches Problem ist, dass wir normal eine eingeschränkte Sicht haben hier. Wir sehen nicht allzu viel. Das wird uns auch immer gerne mal zum Verhängnis. Aber mit dem Sniper hier ein bisschen besser die Möglichkeit, auch in die Ferne zu schauen. So, Wachen wurden durch einen Todesschrei alarmiert. Ja, der rennt uns gleich zu Boris, den sollten wir auch ausschalten. Zack. So, es läuft doch nicht schlecht für den Anfang. Okay, da kommt noch einer. Pistolen tun uns zum Glück nicht allzu doll weh. Okay,
Okay, von hier unten sehen wir die teilweise, die oben stehen. Das ist gut zu wissen. Dann können wir die von hier zumindest ausschalten. So, Wach hat ein totes Crewmitglied gefunden. Das ist nicht schlimm. Soll Boris ruhig kommen? Gut wäre, wenn sich hier irgendwie eine Wache nochmal zeigt. Damit wir die von Weitem ausschalten können. Ja, da aktiviert Boris die Bombe. Und wir müssen gucken, dass wir das irgendwie jetzt hinkriegen. Boris flieht. Da kommen zumindest schon mal ein paar Wachen. Okay, wir müssen tatsächlich jetzt gucken, dass wir die im Nahkampf irgendwie besiegen. Ich glaube, das ist der Boris schon. Ja, sehr gut. Ja. Okay. Den haben wir erledigt. Ach, du bist hinten rum. Das hätte ich mir auch denken können. Nachricht von Lee aufheben. Ja, da sind noch ausreichend Wachen auf jeden Fall auch auf dem Schiff. Ja, die Nachrichten lassen wir jetzt außer Acht. Wir müssen erstmal die Bombe irgendwie entschärfen. Auch noch irgendwo einer. Oh, oh, ist um den Deck. Okay, wir müssen irgendwie runter. Ja, wir müssen das Schiff ja auch noch sichern. Okay, wir sollten auf die Beretta wechseln. Ich habe keine Ahnung, wo die Bombe ist. Wir müssen suchen. Ich meine, das war eigentlich hier irgendwo auf der Ecke, aber scheinbar habe ich mich getäuscht. Okay, wie kommen wir hier wieder hoch? Hier an den Leitern, alles klar. Ja, ich weiß nicht, oder hier über diesen mittleren Gang. Kann natürlich auch sein, dass es hier ist. Eine Minute bis zur Explosion, Leute. Dabei lief doch alles so gut bisher. Kann natürlich überall sein, die Bombe. 30 Sekunden bis zur Explosion. Ich finde sie auch nicht. Ja, so sowieso nicht. Kann ja überall sein. Toilette. Hier geht es nochmal weiter runter. Wache. 10 Sekunden bis zur Explosion. Okay. Ja, auf jeden Fall hier, glaube ich, irgendwo, wo wir gerade waren. Ah, Mist. Schade, Leute, schade. Ja, wir müssen die Bombe finden, aber ich glaube, dann wissen wir ungefähr, auf welcher Höhe die ja ist. Und Boris irgendwie am Leben zu lassen und aufs Schiff zu gehen, würde ich nur machen, wenn wir auch die Autobombe wirklich haben.
Okay, das fängt ja gut an. Schön, dass sie durch die Schüsse zumindest immer noch mal stehen bleiben. Ah, meine Güte. Genau, lauf mal zu deinen Leuten hier. Das gibt's da nicht. Okay, da haben wir jetzt gut gestartet, aber am Ende dann wieder verkackt. Ja, wir müssen ein bisschen auf die Munition achten. Gerade am Schiff nachher brauchen wir da noch einiges von. So, hier kommen wir immer zu Problemen. Hier an dieser Stelle, das läuft immer nicht ganz so glatt, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Gelaufen. Keine Munition mehr. Okay. Wachen in der Nähe wurden alarmiert. Ja, Leute, jetzt haben wir schon das erste Problem. Wir müssen gucken, wie wir die restlichen Wachen hier am Schiff jetzt eliminiert bekommen. Das wird natürlich kein leichtes Unterfangen, das kann ich euch so schon sagen. Wir könnten gucken, dass wir die mit der schallgedämpften Pistole irgendwie ausschalten. Alle nach und nach. Beziehungsweise mit der Klavierseite vielleicht sogar. Dann sparen wir uns ein bisschen Munition. Also es ist immer noch der erste Versuch hier. Das gibt's ja nicht. Ich glaube, er ist aber noch tot umgefallen. Ich glaube. Schauen wir nochmal nach. Ne, tatsächlich ist er noch am Leben. Okay, jetzt brauchen wir, glaube ich, die MP. Sind zwar alarmiert, machen aber nichts. Das gibt's da nicht. So schwer ist es doch eigentlich gar nicht.
So, am meisten Angst machen wir mir wieder die dort oben auf den Türmen. So, hier war doch noch eine Wache irgendwo, die ja patrouilliert ist am Dock. Die soll uns nachher nicht in den Rücken fallen. Hier hinten ganz. Wahnsinn. Okay, der ist schon mal weg. Boris wurde aber noch nicht alarmiert. Kann unser Glück sein oder unser Fluch, je nachdem. Ich erschrecke mich jedes Mal wieder. Wir können bis dort gehen. Ja, ja, jetzt kann er kommen. Meinetwegen. Okay. Das war's auch nicht, Leute. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht in der nächsten Folge wieder und versuchen es nochmal, Leute. Ja. Es sieht vielleicht einfacher aus, als es ist. Ich beiß mir hier wirklich die Zähne aus. Schaltet gerne wieder ein, wenn es weitergeht. Bis dahin.